Ja, ich hab's schon. So, ich lese euch jetzt mal ein bisschen was vor, ja? Also, dann lasst mich mal. Gut, mal die Musik ein bisschen leiser drehen. Und dann, Moment, am besten ganz ausmachen. Also, hört mal genau hin. Okay, also, hi at all. Der Thread heißt Hilfe Sex, ja? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und da das Init ja eine gewisse Anonymität hat, frage ich erstmal hier. Aber ich fange erstmal ganz von vorne an. Es fing an vor circa 5 Wochen. Meine Mutter hatte da Geburtstag und gegen 21 Uhr nach 4 Flaschen Bier, 3 Batida de Coco und 2 Schnaps war ich recht erheitert. Meine Cousine jedoch auch. Und so kam sie auf die Idee, auf die geniale Idee, ich könnte meinem kleinen Cousin doch mal etwas ärgern. Also fing sie an, mich zu kitzeln. Hey, wartet, ihr müsst gleich... Ich kenne die Geschichte schon, deswegen muss ich jetzt gerade lachen, wisst ihr? Und, naja, egal, weiter. Was ich im ersten Moment nicht sehr lustig fand, wie ihr euch allerdings denken könnt, lachte ich mich nach einer Minute trotzdem halb kaputt. Aus der Kleinkitzelei wurde allerdings mehr so, dass wir anfingen, ein wenig miteinander zu raufen. Boah. Alter, nee, fängt das schon wieder an. Die kleine Keilerei entwickelte sich zu etwas recht heißen und nach 30 Minuten schwor ich beim nächsten Mal Revanche. Okay, das war erstmal der Vorspann. Aber jetzt müsst ihr zuhören. Also, das nächste Mal war eine Woche später. Ich kam mit dem Bus von der Schule nach Hause. Da meine Cousine direkt neben der Bushaltestelle wohnt, musste sich zwangsweise an ihrem Haus vorbei. Sie sah mich um, bittet mich herein. Natürlich zögerte ich nicht lang, ging natürlich rein, da ich zu Hause sowieso sturmfrei hatte. Hätte auch keiner auf mich gewartet. Wir tranken zusammen einen Kaffee, laberten ein bisschen und auf einmal fing die Kitzelei von vor einer Woche wieder an. Diesmal war es jedoch recht wild, da uns ja keiner beobachtete. Voll in Fahrt fasste ich hier auf einmal in den Schritt. Wir guckten uns beide an und bewegten uns erst einmal nicht. Nachdem wir 2 Minuten so gesessen hatten, knöpfte sie auf einmal meine Hose auf, griff in meine Shorts und massierte meinen Schlumpf. Ich schwör's euch, da steht Schlumpf. Ja, klein blau und keine Ahnung, vielleicht Papaschlumpf mit roter Nase vorne, mit einem roten Hübchen. Nein, Hütchen, so. So, also weiter. Wir fingen an zu küssen und den Rest könnt ihr euch sicherlich denken und ich will das jetzt hier auch nicht weiter erläutern. Okay. Die haben's gemacht miteinander, ja? Okay, aber Fakt ist allerdings, dass das Ganze jetzt 5 Wochen her ist, und wir es mittlerweile 11 Mal miteinander getrieben haben. Es ist schon schlimm, dass es sich dabei um meine Cousine handelt. Aber noch viel schlimmer ist, dass sie erstens 7 Jahre älter als ich ist. Ich bin 16, ja, dann ist sie, wie alt ist sie? Ja, 23. Zweitens, sie seit 5 Jahren verheiratet ist. Und drittens, sie 2 Kinder hat. Alter, nee, wie kann man nur so doof sein? ich habe mich schon mit ihr darüber unterhalten oder es jedenfalls versucht, denn bis zu dem Thema kommt es meistens nicht, da wenn wir das besprechen, es ja nur unter 4 Augen bereden können und wir dann meistens sowieso im Bett landen. Boah. Alter, nee, ey, kann man nur bekloppt sein, ey, das gibt's nicht. Nee, okay, ich erzähl mal weiter. ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich machen soll. Einfach abbrechen will ich nicht, weil der Sex dafür zu gut ist. Andererseits ist es aber auch meine Cousine. Und ich dachte eigentlich immer, dass ich es nie mit einem Familienmitglied treiben würde. Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben, was ich tun kann? Ja, den Schlumpf nächstes Mal einstecken. Ey, nee, Alter, nee, ey. Treibt es mit seiner Cousine, die 7 Jahre älter als er ist und noch 2 Kinder hat und auch noch verheiratet ist. Also, ich weiß nicht. Mehrere sind mehr, vielleicht 4 sind noch einmal oder so. Nee, nee, ey. Nee, es ist nichts.